Hallo, meine Lieben, hier ist wieder die Betty. Ich möchte euch heute eine Pflanze vorstellen, die wahrscheinlich jeder kennt. Das ist die Kapuzinerkresse. Kapuzinerkresse ist beheimatet eigentlich in Peru. Dort schon ewig, auch bei der Maya-Kultur bekannt als, ich sag jetzt mal, als antibiotische Pflanze. Wurde immer auf eitrigen Wunden aufgetragen und auch eingenommen zur antibiotischen Behandlung von irgendwelchen Infektionen, ja. Sie ist sehr wohl, also sie ist sehr schmackhaft, sie hat den Stoff Angozin und auch einen ganz hohen Anteil an Senfölen, auch bekannt durch die Brunnenkresse, Senföle allgemein bekannt als antibakteriell, ja. Und wenn die Bakterien im Körper so ein bisschen in Zaun gehalten werden, dann haben die Viren auch oft nicht so viele Chancen, wobei das ist auch schon so ein Zusammenspiel. Es darf ja nur alles sich nicht zu sehr vermehren. Also die Kapuzinerkresse ist bekannt bei uns als, ich sage jetzt auch als in den biologischen Gartenschutz, als Läuseampel, also unter den Obstbäumen gepflanzt, oftmals oder auch Balkonkästen, wo ganz viele Menschen sagen, boah, die hat aber Läuse. Es ist wahnsinnig, wie die Läuse auf die Kapuzinerkresse abfahren. Also unter den Obstbäumen wird sie oft gepflanzt, damit die Läuse von oben, von den Obstbäumen runtergehen auf die Kapuzinerkresse. Ja, also ich stelle sie jetzt einfach mal vor, weil dieses Jahr ist sie wirklich sehr, ja, schön gewachsen. Also im Garten kommt sie noch mehr üppiger. Es gibt die rankende, es gibt die kleinere. Wichtig ist, dass man alle Teile essen kann, ja. Die Blüte, die kann man dann immer so ein bisschen, die sollte man so ein bisschen, ich zeige das mal. Ja. Wenn man die Blüte abmacht, sollte man vorher reinschauen. Da wohnt meistens ein kleiner Käferchen drin, ja, so. Wenn man unter den unteren Teil wegmacht hier und dann die isst, oftmals geht er dann vorher raus. Also man kann aber auch die Blätter essen, was die wenigsten wissen. Also im Salat dekorieren oder auch die Blätter essen, ist eine schmackhafte Zubereitung, also eine Zusatzbereitung für den Salat. Wichtig ist, dass die Kapuzinerkresse, es gibt auch ein Fertigprodukt, das heißt Angozin, das ist ein natürliches Antibiotikum. Das ist ein Trocken, also ein Extrakt zwischen Kapuzinerkresse, Senf, glaube ich. Man muss mal da reingucken, was da drin ist. Die Wichtigkeit ist, wenn ich diese Pflanze zu mir nehme, dass der Alkohol Pegel, also die Toleranzgrenze im Körper, wahnsinnig herabgesenkt wird. Also das heißt, ich esse Kapuzinerkresse und es kann sein, dass ein Bier mich schon ziemlich betrunken macht. Also Vorsicht bitte, ja. Es gibt auch noch so dieses, also 2 bis 4 Blätter sollte man am Tag essen, wobei da auch wieder erstmal eine probiert werden sollte, weil viele reagieren auf die Senföle. Also nicht allergisch, das kann man nicht sagen, aber es reizt schon die Schleimhäute, ja. Also die Schleimhäute in Form von Nierenschleimhaut, Magenschleimhaut. Was aber auch gut ist, durch die Senföle, wie wir wissen, durch die Brunnenkresse, reinigt es ja auch so. Es reinigt reflektorisch durch die Bronchien und durch die Lungen. Also wenn man so eine Kur macht mit Kapuzinerkresse, kann es echt sein, dass es noch wirklich den letzten Schleim von Bronchien und Lunge mit rausnimmt. Also es ist also gegen Erkältungskrankheiten wirklich sehr, sehr angebracht, sie zu sich zu nehmen. Also wie gesagt, man kann nicht nur die Blüten essen, man kann auch die Blätter essen, 3 bis 4 Blätter. Ich schaue sie mir vorher an. Je kleiner ein Blatt, natürlich desto schmackhafter. Oder ich mache sie mir einfach in den Smoothie rein oder belege den Salat damit. Also für Kinder ist es immer eine Freude, auch Gänseblümchen über den Salat zu machen. Auch Gänseblümchen ist ein hustenausförderndes Mittel. Das wissen auch die wenigsten. Wird auch bei Hautkrankheiten verwendet. Also wie gesagt, sie ist antibiotisch. Sie reinigt unseren Darm. Ja, das ist auch ganz toll. Und wirkt sich reflektorisch auf Lunge und Bronchien aus. Also das heißt, auch wenn ich so hartnäckigen Husten habe, oder man kann sie immer auch nebenher nehmen. Aber wie gesagt, ein bisschen langsam machen, dann vielleicht mit dem Alkohol. Okay. Schaut sie euch noch ein bisschen an, aber jeder kennt sie eigentlich, die Kapuzinerkresse. Und wenn nicht, dann lernt ihr sie jetzt einfach kennen.